Ja? Du hast dein Leben nicht dran gesagt. Hallo, wir sind jetzt auf dem Weg in die Aktion von Unepa und Kohle ersetzen. Unter dem Motto, kein Meter der Kohle, werden wir heute die Abrissarbeiten der L277 stören. Denn diese Straße ist die 1,5-Grad-Grenze in Asphalt und darf nicht abgebaggert werden. Wir stehen solidarisch an der Seite der Dörfer und werden diesen Abriss weiter blockieren. Gegen die Scheißkohle hier im Land. Alle Dörfer bleiben, alle Dörfer bleiben. Wehrt euch, leistet Widerstand. Gegen die Scheißkohle hier im Land. Das werden wir hier nicht aufhalten können.
Ja, und dann? Weitergehen bitte. Alle in die Richtung? Nee, erstmal jetzt zu den anderen, dass wir aufstufen. Hier wieder runter. Okay. Aufpassen, das ist total rutschelig. Rutschig. Like a little more, a less space for the people here. Wenn wir noch ein bisschen ausrücken, hier vorne ist hier ein bisschen mehr Platz. Ja, ja, ja. Hier ist super. Da vorne ist Soweit es geht in die Richtung. Weiter noch. Ja, einmal weiter. Ja, kein Stress. Vorsicht, ja, alles gut. Ich geh mal kurz vorbei. Okay, wir sind jetzt hier auf der L277 angekommen, unserem Aktionsort. Wir wurden kurz vorher von der Polizei ein bisschen angegangen, einzelne wurden weggeschubst, aber wir haben sie gut umfließen können und durchfließen können und sind jetzt alle gut und glücklich hier angekommen und blockieren die Straße. Die Polizei ist auch schon hier, lässt uns gerade nicht weiter, aber wir sind genau da, wo wir sein wollen und zeigen, kein Meter der Kohle. Wir sind solidarisch mit den Dörfern und diese Straße darf nicht weichen, denn dann würden die Dörfer direkt vorm Tagebau liegen und die gesamte Klimagerechtigkeitsbewegung wird sich dagegen wehren. Wir müssen uns hier bleiben. Oh, das gibt wieder Stress mit Bauer Willi. Sieht's aus, ja? Ah, ich geh da vorne hin. Okay. Wenn die Polizei wegrennt, dann kommt auch hier raus. Hoffen. Sorry, ich wollte hier überholen, wer konnte mir entgegen? Nein! Ja. Kein Stress, die Polizei ist ganz weit weg von uns, 50 Meter. Aber warum ist die Polizei so schnell? Auf die Sand! Ich aber sicher vorne etwas langsamer. Aufschließen! Aufschließen! Stick together! Eine Gruppe, alles gut! Nein! Mach einfach ein bisschen Wasser.
Guck mal! Das blaue ist der Bagger. Das ist der Bagger. Yes, Mann. Da ist der Bagger. Aufschließen! Die blau liegt! Achtung, da habe ich auf dem Weg. Dass ich auf dem Weg kann. Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Alle Dörfer bleiben, alle Dörfer bleiben. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Alle Dörfer bleiben, alle Dörfer bleiben. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Alle Dörfer bleiben, alle Dörfer bleiben. Auffächern! Auffächern! Und zusammenbleiben! Kiwi! Zusammen! Hier, jetzt bleib mal hier bitte. Ja, das ist jetzt geplant. So nah wie möglich? Ja. So nah wie möglich. Ja, lass zusammen dann stricken gerne. Dann sind wir die Ersten, die wegkommen, ne? Würden Sie bitte die Abschlussarbeiten einstellen, damit wir noch Menschen. Das ist gefährlich! Maschine! Wir dürfen sich hier gerne einmal. Hier ist okay. Hier kannst du bleiben. Sie dürfen einmal hier bleiben. Alles gut. Bleiben Sie hier. Hey, nicht schubsen! Wir sind heute Morgen ja ziemlich früh gestartet, sind um 7 Uhr losgelaufen und in Aktion gegangen und ja, das war total kraftvoll. Gleich am Anfang haben uns schon super viele Menschen quasi auf Social Media beigewohnt und ja, mitgefiebert, wie wir in Aktion gehen. Und genau, dann so gegen 8 Uhr stand da tatsächlich die Blockade. Wir haben Polizeiketten durchflossen und uns dann vor den Bagger gesetzt, der hier die L277 genau, weiter zerstören wollte und da RWE die Arbeiten voranschreiten lassen wollte. Und dann haben wir uns davor gesetzt und
letztendlich das, hat das dazu geführt, dass der Bagger aufhören musste zu arbeiten. Und das heißt, wir haben heute knapp 5 Stunden erfolgreich die Arbeiten von RWE hier blockiert und konnten damit nochmal einfach ein sehr, sehr kraftvolles Zeichen senden, dass die Dörfer bleiben werden, dass wir nicht hinnehmen, dass der Tagebau erweitert wird und dass RWE in seine Schranken gewiesen wird und vor allen Dingen, dass die Menschen, die hier vor Ort für den Erhalt ihres Zuhauses kämpfen, nicht allein sind, sondern die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung hinter ihnen steht.